einmal der Antrieb für die Träume. Versäumnisse von Tagen, die vergangen sind, betäuben deinen Alltag. Freundet wie Alkohol, dein Tun hat dich eingeholt. Kein Wohl mehr ums eigene Wohl, nur die reine Leistung. Raubt dir den Verstand und lässt dir keinen Raum. Die gleiche scheint so schwierig, ob du sie denn gleich brauchst. Fragen lassen dich nicht schlafen und ich zieh die Nacht der Basel in der Atem, der auch Luft in deiner Lunge schafft. Was für diese Lunge hier, bringt er mal zu Ende Wasser und geniert. Saß die malerisch beschriftet, nur allein weil nur die Wände waren. Grenzen mussten damals eingerissen werden und Bedenken gab es nicht. Nur zu denken, dich als einzuschränken, sticht dir in die Seele wie ein Dorn. Unbeweglich letzten Endes so weit vor uns. Und Einsamkeit ist nicht mehr nur ein Wort. Hey. Was holt dich daraus und übernimmt die großen Taten, wenn der Zweifel nicht braucht und bleibt der Duft der großen Tage? Und was holt uns auf, wenn all das Leid und das Versagen tiefe Gräben ziehen in Wege, die wir wagen? Jeder war mal hier, irgendwo muss Segen sein. Ganz einfach, denn irgendwo ist Leben leicht. Bereitschaft zu streben, das Leben leicht. Das Wesen dieser Welt nicht mehr als Feindschaft begreifen, eher als Gemeinschaft. Sie waren damals schon, die wussten, dass das Gas aus der Gefühle nur mit Stahlbeton in Frage kommt. Seltsam wird der Kampf vergangener Episoden, die sich endlos wiederholten, nur dass wir dabei in Jahre kommen. Leben investiert in scheinbar hoffnungslose Dinge, oft dagegen reagiert, aus Beweggrund eines Kindes, aus Gründen der Vergangenheit. Wir waren einzelne Spieler, alter Sünden aus vergangener Zeit, nichts ist wie es scheint. Und scheinbar gleichzeitig real, und du brichst mit dem, was war, und du verzichtest noch einmal auf Sicherheit. Denn wie kannst du wirklich sicher sein, dass hinter all dem Scheitern nicht auch Dinge sind, die dich befreien? Freiheit hast du damals unbedingt gewollt und damit nur gemeint, dass du dich nicht entscheiden kannst. Tu nicht so, als wärst du nur ein kleiner Mann. Ein Zufall der Geschichte, der das Leben nur vermeiden kann. Ängste sind doch nur der Ausdruck für Veränderung. Reaktion und Wendepunkte, etwas geht zu Ende. Und was leuchtet durch die Hülle und der Panzer endlich auf? Der Verstand wird unterwandert, keine Schranke oder Zaun. Befreiung durch Verbindung, Zeit, die endlich zu verkommen. Was uns ohne das Chaos zu Verantwortung im Glauben. Nichts kann dich vernichten, keine Furcht vor dieser Welt. Denn du schreibst deine Geschichten doch nur selbst. Ehre und Erfolg folgen dem, der die Prozesse lebt. Gegen starken Wind, der durch die Nächte der Exzesse weht. Leben eine Kunst voller Widerstand und Lösungen. Bis Gutes oder Böses im Gleichgewicht natürlich kriegen, braucht es eine Weile, weil Wege unergründlich sind. Weil Wege unergründlich sind. Weil Wege unergründlich sind. Hey. Alles hat einen Sinn und fordert uns heraus. Doch der Zweifel hat ein Kind mit voller Hoffnung schon im Bauch. Alles hat einen Sinn und fordert uns heraus, doch der Zweifel hat ein Kind mit voller Hoffnung schon im Bauch. Alles hat einen Sinn und fordert uns heraus, doch der Zweifel hat ein Kind mit voller Hoffnung schon im Bauch. Alles hat einen Sinn und fordert uns heraus, doch der Zweifel hat ein Kind mit voller Hoffnung. Um dann im nächsten Moment wieder einem Künstler wie Loris oder Edith eben die Aufmerksamkeit zu schenken und zu merken, wie da wieder was aufbricht, wie wieder was locker wird. Und dass Jan die ganze Zeit oder Lorenz hier mit bei uns sind, das hat damit zu tun, dass unsere Projekte alle aufeinander aufbauen. Das heißt, eins entsteht und dann wird das nächste schon in demselben Moment wieder gemacht. Und so machen wir hier momentan zum Beispiel auch ein Video zu diesem Abend, womit wir dann nach Deutschland raus können, ja, raus aus dieser Stadt in die nächste, um dort genauso viele Menschen wieder zu erreichen, weil ich finde, das gehört zu einer guten Entwicklung dazu, ja, also Fehltritte zu machen, wieder Dinge neu auszuprobieren, aber zu spüren, das gehört alles zu mir und das ist Teil dieser Entwicklung.